Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal, was es sonst nicht so häufig gibt bei mir, ein Unhaul. Und zwar habe ich mal wieder ein paar Bücher aussortiert. Ich bin mal so durch meine Regale gegangen, weil ich ja eh irgendwie nie Platz habe. Und da habe ich gedacht, ich trenne mich mal von ein paar Büchern, weil ja, ich erstens Platz brauche und zweitens einige der Bücher werde ich wirklich nicht mehr lesen und also ein paar werde ich halt einfach kurz machen, dass halt irgendwelche alten Schinken sind. Zum einen habe ich hier so eine alte Schullektüre, die Nachtvögel. Ja, den musste ich damals in der Schule lesen und fand es damals blöd und ich werde es nicht mehr lesen und ich weiß gar nicht, warum ich es überhaupt noch habe. Dann habe ich ein Buch, da bin ich mir nicht so ganz so sicher, und zwar ist das so ein Sachbuch über digitale Fotografie bzw. über die Kamera von Nikon. Das war meine alte Kamera. Das Buch schon ungefähr Ewigkeiten. Ich hätte da gleich zweimal reingeguckt. Also eigentlich ist es lustig, weil ich gucke da eh nie rein. So, dann haben wir noch ein paar alte Fantasy-Schinken. Der gesprungene Kristall. Ja, das ist halt der Auftakt von einer ewig langen Reihe von Salvatore und ja, eigentlich habe ich das Interesse daran verloren. Also ich habe so gemerkt, da, als ich hier die Schule der Rätselmagier gelesen habe, es ist ganz nett, aber es haut mich jetzt nicht um. Und ja, aus ähnlichen Gründen habe ich hier auch noch eine Reihe aussortiert, und zwar die hier von Markus Heitz, Die Schatten über Uldert. Ja, ich habe das, glaube ich, mehrfach versucht anzufangen, den ersten Band. Aber irgendwie bin ich da nie reingekommen. Das ist halt, die Hauptperson ist halt irgend so ein ich weiß gar nicht, was der ist. Irgend so ein alter Typ. Und das ist halt aus der Sicht eines Mannes geschrieben. Und ja, das war halt noch ganz am Anfang von Markus Heitz. Ich glaube, das ist, glaube ich, in der ersten Reihe sogar. Und ich denke, er wird da im Laufe der Zeit, was das Schreiben angeht, wahrscheinlich besser geworden sein. Da habe ich noch andere Bände von ihm hier, dass ich halt die halt erst lesen könnte, weil da bin ich damals schon nicht reingekommen, da werde ich jetzt auch nicht mehr reinkommen. Genau, dann habe ich hier noch zwei alte Schinken. Und zwar von T.H. White, Der König auf Camelot. Das ist ja eigentlich, also es geht hier um König Artus. Das wollte ich eigentlich unbedingt mal lesen, aber das ist erstens so eine alte Ausgabe, die total schäbig aussieht. Die habe ich auch schon ewig. Ja, und ich hatte so in den letzten Jahren nicht das Bedürfnis, das anzupacken. Und im Moment habe ich da gar keine Lust drauf. Und das sieht halt nicht besonders schön aus. Also wenn ich dann nochmal je was über König Artus lesen möchte, dann werde ich da irgendein anderes Buch für finden. Dann habe ich hier noch so einen schönen alten Schinken, und zwar Dracula. Den habe ich tatsächlich gelesen. Ja, das ist auch eine etwas deflatte Ausgabe, also damals als Jugendliche, Schülerin, keine Ahnung was, ich das gelesen habe, habe ich auch noch so alte deflatte Ausgaben gelesen. Das war mir dann auch egal. Aber ich muss sagen, ich weiß, dass ich das gar nicht... Steht sogar noch ein anderer Name vorne drin als meiner. Habe ich auch mal irgendwie gebraucht, gut. Ich weiß, dass ich das Buch nicht so toll fand, ehrlich gesagt. Da gibt es schöne Verfilmungen von, aber nicht unbedingt. Das Original ist nicht so großartig. Dann habe ich hier noch so ein paar alte Sachbücherchen und so ein kleines Buch über Kalligrafie. Kleines Buch über Schmetterlinge. Und dann habe ich hier noch so ein Sachbuch, Wie Kunst mit meinem Geld auszukommen. Ja, ich fand es nicht ganz lustig. Ich habe da ein bisschen was reingelesen. Ich hatte eigentlich überlegt, das jemandem zu schenken, ehrlich gesagt. Dann habe ich mir auch wieder gedacht, okay, das kannst du auch nicht machen. Dann heißt behalten. Ja, aber ich brauche es eigentlich nicht. Also es geht so ein bisschen an mir vorbei, weil ich habe keine Geldprobleme und ich bin auch eher so der Typ, der eh immer sehr sparsam ist und sehr geizig ist mit seinem Geld. Also das
so unnötig für mich. So, dann habe ich hier noch eine Reihe. Die dürfte den einen oder anderen bekannt vorkommen aus diversen Lesemonaten, und zwar diese Dark Stories oder Dark Knight Stories Reihe. Das sind, glaube ich, auch tatsächlich nur diese vier Bände erschienen. Ich habe drei von denen gelesen, fand alle drei nicht besonders toll. Und dort den vierten habe ich mir gedacht, das kann ich mir auch sparen. Also sind halt in jedem Band sind quasi drei oder vier Kurzgeschichten drin, also wirklich sehr, sehr kurz. Und die sollten eigentlich gruselig sein, aber ich fand eigentlich gar keine gruselig. Das war ich, wo ich mich schon bei weiß nicht, was gruseln. Und dann noch ein beliebtes Buch von mir, wenn ich was zum Zeigen brauche, welches Buch mir gar nicht gefallen hat. Und zwar Sturmhöhe von Emily Bronte. Das habe ich auch gleich zweimal in diesen Stapel, und zwar einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Ich habe das gelesen und das Buch hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich so in mein Regal geguckt, wieso habe ich zwei Ausgaben von einem Buch in meinem Regal stehen, was ich mir nicht gefallen hat und was ich todsicher nicht nochmal lesen werde und was auch nicht so großartig aussieht. Ich habe sogar drei Versionen davon, weil ich habe den ja nochmal in einen Sammelband. Das ist eigentlich Quatsch. Quatsch mit Soße. Deswegen aussortiert. Ja, das hatte ich auch nochmal hier als englische Pinguin-Ausgabe. Werde ich auch nie lesen. Dann ein Buch, ja, was ich eigentlich nur deshalb aussortiert habe, weil ich es doppelt habe. Also ich habe mittlerweile die Hardcover-Version davon. Und ja, ich will es immer noch lesen. Das soll ja auch richtig gut sein. Ich habe nur gedacht, bei den ganzen Seiten, das sind fast 600 Seiten, ist die Ausgabe ein bisschen unpraktisch. Und dann kann ich das besser in der Hardcover-Ausgabe lesen. Deswegen muss die weichen. Dann ein Buch, was ich gelesen habe und jetzt auch aussortieren werde, und zwar das Buch der Vampire von Colin Gleason. Das ist tatsächlich eine sechsbändige Reihe. Ich fand den ersten Band okay. Ich finde auch Oscar wunderschön, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen und ich will meine Zeit nicht in eine sechsbändige Reihe investieren, wenn ich die noch mittelprächtig finde. Ähnliches gilt für diesen Band hier, Reue. Königreich aus Glas von Valentina Faas. Da sind auch die ersten beiden Bände drin. Ich habe die auch beide gelesen bzw. gehört. Und es ging, die Story ging null voran. Und das wird bis zum sechsten Band auch nichts werden. Das hat auch sechs Bände. Und ja, es hat so einen Selection-Verschnitt, wobei ich Selection auch nicht gelesen habe, weil ich sagen lassen. Nee. Dann ein sehr schöner Band hier, und zwar Grisha von Libadugo. Auch den werde ich jetzt aussortieren, zumal ich die anderen beiden Bände auf Deutsch sowieso nie mehr kaufen werde und ich die Reihe komplett auf Englisch stehen habe. Und das macht eigentlich keinen Sinn, auch wenn es schön aussieht. Und noch ein Buch, was ich aussortieren werde, und zwar Survive. Von Alex Morell. Auch das habe ich gelesen und fand es nur mittelmäßig. Es sieht zwar auch wunderschön aus im Regal, aber ich werde es nicht nochmal lesen. Deswegen kann es eigentlich ausziehen. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu einem Packen von englischen Büchern, die ich jetzt aussortiert habe. Und zwar zum einen habe ich ein paar Kurzgeschichtensammlungen, und zwar Legends. Da sind immer so Kurzgeschichten drin von Robert Silverberg, Stephen King, Orson Scott Card, Raymond Feist. Irgendwo ist hier auch eine von George R. R. Martin drin, also eine von den Duncan Egg Stories. Terry Brooks, Ted Williams, Anne McCaffrey, Neil Gaiman, Robin Hobb, Vienna Gabaldon, Terry Brooks, Elizabeth Hayden. Jeder hat hier in quasi so eine Kurzgeschichte zu beigetragen. Habe ich nicht gelesen, bis auf die von George R. R. Martin. Und habe ich eigentlich auch nicht vor. Also 99% von denen interessieren mich die Bohne, beziehungsweise ich bin eh schon kein Kurzgeschichtenleser. Und ja, Kurzgeschichten zu Serien, die mich also gar nicht interessieren, also Diana Gabaldon zum Beispiel, brauche ich nicht lesen. Also das mit Ted Williams und Robin Hobb hätte mich ja noch interessiert, aber ich weiß es von mir, ich werde es nie lesen. Es stimmt Ewigkeiten, wo es steht. Noch ein alter Fantasy-Band, The Black Company von Glenn Clock.
Das habe ich auch festgestellt, das ist der Auftakt einer ewig langen Reihe. Es gibt schon 10, 12 Bände. Auch in einer neueren Auflage und etwas schöner. Ja, die alten Fantasy-Reihen. Da habe ich auch schon mal reingelesen, habe ich auch nicht weitergelesen. Das war so eine Sache. Dann noch zwei Bände, eine Reihe, die auch ewig lang ist, von David Farland, die Runelords-Reihe. Und zwar beginnt das mit The Sum of All Men. Den habe ich damals auch gelesen, aber ich fand ihn damals schon nur mittelprächtig. Und das ist der dritte Band. Und ja, was soll ich sagen? Ebenfalls in die Kategorie gehören die schönen Ausgaben. Und zwar von der J.V. Jones. Ja, die Sword of Shadows Reihe, und zwar habe ich den ersten, zweiten, dritten Band hier. Den ersten, zweiten habe ich auch mal gelesen. Den fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Also den ersten, den zweiten Band gab es auch auf Deutsch, sonst keinen. Aber ich habe festgestellt, es sind 4 Bände erschienen. Es sollte ein fünfter rauskommen, der jetzt schon seit Jahren nicht kommt. Das ist wieder so eine, ja, so eine Fantasy-Reihe ohne Ende. Ach, das nervt mich einfach. Und ja, ich finde es zwar wunderschön, und ich fand das wirklich gut damals. Aber ich, solange das nicht vollendet ist, die Reihe, werde ich das nie lesen nochmal. Und ich bin noch, das dritte ist noch die broschierte Ausgabe. Ja, das ist irgendwie, dann lese ich lieber irgendwelche Fantasy-Schinken-Dinger, die irgendwie abgeschlossen sind mittlerweile. Da habe ich irgendwie keine Lust zu. So, und dann als letztes habe ich noch Illumine. Und zwar die Taschenbuchausgabe. Ich habe ja mittlerweile mir die Hardcover-Ausgabe geholt, damit die passend ist zu Gemina und Obsidio. Und deshalb kann die Ausgabe auch raus. Ich muss sagen, die Taschenbuchausgabe habe ich ja gelesen. Das war gar nicht schlecht. Die ist vom Druck eigentlich besser als die Hardcover-Ausgabe. Es ist so auf so sehr weißem Papier gedruckt. Und bei diesen seltsamen formatierten, ja, Seiten ist hier der Kontrast tatsächlich besser als im Hardcover. Das ist eigentlich einfacher zu lesen, muss ich mal ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz fand ich halt die Hardcover-Ausgaben so schön, deswegen habe ich mir die geholt. Ja, deswegen kommt auch das weg. So, das war's tatsächlich. Reicht ja auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher das sind. 1, 2. Also insgesamt 34 Bücher. Also ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Ich werde wahrscheinlich einige bei eBay einstellen. Ich werde auch einige einfach zu unseren Diakonie spenden. Vor allem die ganzen alten Sachen. Ich will ja eh keine mehr kaufen. Ja. Und dann würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Video. Bye, bye.